Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist wieder Ihre Emma Stapel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Kürzlich las ich auf Spiegel Online folgende Bemerkung über die NPD Sachsen. Sie ist zwar aus dem Landtag geflogen, aber in den Stadträten und Kreistagen weiter fest verankert. Richtig erkannt. Wir fügen nur noch hinzu und sie setzt sich dort unermüdlich für die Interessen der einheimischen Bevölkerung ein. Da darf man sich auch mal eine kleine Verschnaufpause gönnen. Zum Beispiel bei dem Sommerfest, zu dem die NPD und die jungen Nationaldemokraten ihre Mitstreiter und Freunde Ende August eingeladen hatten. Wir sind natürlich auch hingefahren und haben für Sie ein paar Eindrücke mitgebracht. Sachsens NPD-Landesvorsitzender Jens Bauer war sichtlich zufrieden, dass er rund 200 Mitstreiter und Gäste beim Sommerfest in Riesa begrüßen konnte und machte deutlich, dass die Nationaldemokraten nach wie vor ein relevanter Faktor in der sächsischen Landespolitik sind. Die NPD ist eine feste Konstante hier in Sachsen seit vielen, vielen Jahren. Und das schlägt sich auch darin nieder, dass wir zur letzten Kommunalwahl 2014 100 kommunale Mandate hier im Land erringen konnten, von dem wir noch einen Großteil auch jetzt noch haben. Und natürlich leisten unsere kommunalen Mandatsträger vor Ort eine sehr, sehr gute Arbeit. Wir sind in allen Landkreisen, in den Kreistagen vertreten. Wir sind in allen kreisfreien Städten, in Dresden, Leipzig und Chemnitz, in den Stadträten. Wir sind darüber hinaus in vielen Gemeinderäten. Also die NPD pulsiert, die NPD ist lebendig. Und alle, die behaupten, dass die NPD tot wäre oder dass die NPD nicht mehr am Leben wäre, die können sich Tag für Tag und Woche für Woche und Monat für Monat eines Besseren belehren lassen. Und ich glaube, es ist einfach nur reines Wunschdenken aus der puren Verzweiflung heraus, weil sie genau wissen, dass die jetzige Situation, vor der wir ja immer gewarnt haben, gerade die NPD ist es gewesen, die vor dem Asylmissbrauch und vor der Asylflut immer wieder gewarnt haben. Und wir zeigen jetzt ganz deutlich, dass wir da sind. Angesichts der Asylflut gewinnt die NPD aufgrund ihrer Kernkompetenz in der Ausländerpolitik wieder deutlich an Zuspruch, zumal nun klar wird, dass das Geld für die eigenen Belange an allen Ecken und Enden fehlt. In Dresden fehlen beispielsweise 11 Millionen Euro für die Investitionen in Kindergärten und in Schulen. Das Geld ist einfach nicht da, man hat es einfach nicht und niemand stellt mal die Frage, außer uns, außer der NPD natürlich, niemand außer uns stellt mal die Frage, könnte man nicht einfach das Geld, was man jetzt für die Flüchtlinge da bereitstellt, könnte man dieses Geld nicht einfach dafür verwenden, um beispielsweise unsere Schulen zu sanieren? Das eigene Volk zuerst ist hingegen das Motto der sozialen Heimatpartei NPD, die einmal mehr unter Beweis stellte, dass sie Gemeinschaft nicht nur im Munde führt, sondern auch lebt. So wurde den Gästen neben politischen Reden auch ein vielfältiges kulturelles Programm geboten. Von bodenständiger Liedermachermusik, von Aria S und Freilich Frei, bis zu einer literarischen Debatte über den russischen Rechtsintellektuellen Alexander Dugin und seine philosophischen geopolitischen Schriften mit den DS-Redakteuren Arne Schimmer und Thorsten Thomsen. Die jüngsten Gäste konnten sich unterdessen auf einer Hüpfburg austoben. Gegenüber DSTV erklärte die Meißner Kreisvorsitzende Ines Schreiber, warum Familie und Kinder bei der NPD im Mittelpunkt stehen. Kinder und Familie sind für mich der wichtigste Baustein einer jeden Gesellschaft, eines jeden Volkes. Ohne Kinder stirbt jedes Volk auf der Welt aus. Und ohne Familien werden auch unsere Alten ihren Lebensabend allein erleben müssen. Einer der Höhepunkte war zudem die feierliche Einweihung vom Haus Wieland, dem neuen nationalen Begegnungszentrum. Aus Berlin angereist, erklärte Bundesorganisationsleiter Sebastian Schmidtke, was NPD-Präsenz vor Ort bringt. Ein kleiner Text über mich, wo es dann heißt, unerträglich finde ich auch, wie die rechtsextreme NPD sich in der Bezirksverordnetenversammlung benimmt. Der NPD-Landeschef, einer der bekanntesten Ausländerhasser Berlins, sitzt seit letztem Sommer ausgerechnet bei mir im Integrationsausschuss. Das ist Provokation pur. Wir können als Ausschuss seitdem keine Flüchtlingsunterkünfte oder Migrantenorganisationen mehr besuchen, weil die einem NPD-Mann selbstverständlicherweise nicht ihre Türen öffnen wollen. Wenn es das schon bewirkt, dann bin ich ja schon zufrieden. Und auch der Gast aus Mecklenburg-Vorpommern, der stellvertretende NPD-Parteivorsitzende Stefan Köster, verdeutlichte, warum eine starke nationale Opposition heute wichtiger denn je ist. Wenn Maßnahmen für das eigene Volk auf den Weg gebracht werden sollen, dann diskutieren die Damen und Herren im Reichstag monatelang, jahrelang und bringen nichts zustande. Wenn aber sogenannte Flüchtlinge an den Grenzen Deutschlands anklopfen, Aufnahme begehren oder auf einmal über Nacht einfach vor der Tür stehen, dann gelten hier in Deutschland die Gesetze nichts mehr.
dann gelten auch sämtliche Rechtsverordnungen nicht mehr. Ich möchte das ganz kurz an einem Beispiel deutlich machen. Ich fahre sehr viel Auto, Mecklenburg-Vorpommern ist ähnlich wie Sachsen, relativ großes Flächenland. Und ich durfte gestern Abend erfahren, dass das Land Schleswig-Holstein das Feiertags- und Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen aufgehoben hat, wenn sie denn zum Wohle von sogenannten Flüchtlingen tätig sind. Was ist eigentlich los in dieser Republik? Während sich die Besucher bei Bratwurst, Steaks und Bier oder Kaffee und Kuchen stärkten, haben wir die Gelegenheit genutzt und NPD-Landesvorstandsmitglied Jürgen Gansel um einen Ausblick auf die kommenden Monate gebeten. Ich wünsche mir natürlich einen weiteren personellen Aufbau, eine weitere Etablierung in Sachsen, einen weiteren Bürgerzuspruch durch rege Anti-Asyl-Aktivitäten und natürlich den Wiedereinzug in den Sächsischen Landtag im Jahr 2019. Und das natürlich dann verbunden mit ordentlich Druck von unten, damit die skandalösen Asylbewerberzahlen in Sachsen endlich wieder sinken. Vielen Dank und ganz viel Spaß noch. Danke. Am Abend fand dann auch Jan Henschel als Vertreter der JN Sachsenzeit ein Resümee des Tages zu ziehen. Uns treibt heute natürlich die Gemeinschaft hierher. Es ist schön, so viele Familien zu sehen, die sich hier zusammengefunden haben. Weil die Familie der kleinste Teil der Volksgemeinschaft ist. Und ich freue mich natürlich, dass die JN heute so zahlreich hier vertreten ist. So fand schließlich ein rundum gelungenes Sommerfest von NPD und JN Sachsen seinen Ausklang mit geselligem Beisammensein und natürlich Musik. Wie heißt es noch so schön? Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder. So übel, wie es immer dargestellt wird, kann die NPD also gar nicht sein. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann holen Sie sich noch heute ein Abo der Deutschen Stimme oder lassen Sie uns eine Spende zukommen. Die Bankverbindung sehen Sie am Ende der Sendung. Ich verabschiede mich für dieses Mal von Ihnen und wünsche Ihnen natürlich alles Gute. Ihre Emma Stapel.